Hey und herzlich willkommen zu Part 6 von Let's Play The Sims 4 Aurora Legacy. Ich habe mich noch nicht an dieses Intro gewöhnt, aber ich freue mich sehr, dass wir heute wieder da zurück sind. Sorry, ich kann nicht reden. Ich bin heute irgendwie sehr müde, aber es ist super muckelig. Die letzten Wochen war es immer super, super heiß draußen und heute ist es endlich mal so ein bisschen regnerisch und so ein bisschen herbstlich. Also ich liebe den Sommer, aber ich freue mich auch auf den Herbst, muss ich sagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eher so Herbstmenschen seid oder Sommermenschen. Ist jetzt nicht relevant fürs Video, aber ist mir egal. Im letzten Part haben wir einen großen Schritt gewagt. Der Part ist natürlich jetzt gerade noch nicht online, deswegen weiß ich nicht, was ihr dazu sagt. Aber wir sind von Copperdale oder wie auch immer diese Stadt heißen mag, nach Tartosa gezogen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das passt besser zu diesem Vibe in dieser Legacy und ich war danach auch sehr, sehr happy und freue mich sehr auf die Zeit jetzt hier in Tartosa. Wir sind mit unserem kleinen Elliot hier hingezogen und ich glaube, wir haben im letzten Part sogar auch das Umstyling von Elliot gemacht, ich glaube schon. Und ja, jetzt wohnen wir hier mit Aura und Elliot auf diesem wunderbaren Grundstück und ich freue mich sehr auf die Zukunft. Also ich habe das Gefühl, jetzt kann es endlich bergauf gehen. Der Start in Copperdale war so ein bisschen schwierig und ich glaube, dass wir unser Leben jetzt so ganz langsam in den Griff bekommen. Ich meine, wir haben jetzt ein kleines Zelt. Im letzten Part habe ich uns ein Zelt gekauft und das finde ich irgendwie richtig, richtig süß. Und wir fühlen uns einfach sehr wohl. Das Wetter ist schön in Tartosa und wir genießen die Zeit. Und ich würde sagen, dass wir jetzt direkt ins Video reinstarten und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier vor uns sehen wir unsere beiden Stinkerchen. Ich weiß, es sieht jetzt gerade nicht so aus, als wenn sie ein gutes Leben führen und als wenn alles schön wäre. Aber das wird, Leute. Also Elliot stinkt bis zum Himmel und Aura geht's auch mega schlecht. Aber wir kriegen das schön hin. Was wünscht sich hier mit Lily zu plaudern, süß. Oh mein Gott, no way. Im letzten Part haben wir gemerkt, dass auf unserem Grundstück, beziehungsweise hinter unserem Grundstück, Lilien wachsen. Und die sind tatsächlich jetzt schon, ja, also gewachsen. Das heißt, wir können sie jetzt ernten und dann einpflanzen. Und dann, ja, haben wir unsere erste wertvolle Pflanze, weil wir haben jetzt hier ja ein paar Glockenblumensträucher. Da kriegen wir jetzt nicht so super viel Geld. Aber immerhin ein bisschen, weil wir haben jetzt gerade nur 5 Simoleons, was wirklich sehr, sehr wenig Geld ist. Und sie hat auch mega Hunger. Und ich weiß noch nicht so ganz, so, wie wir das schaffen sollen. Obwohl, theoretisch kann sie die Ofenkartoffel essen, aber ich weiß nicht, wie das so funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ganz kurz hier die Windel von dem kleinen Mann wechseln. Also wir kümmern uns jetzt erstmal um Elliot. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich einen Urlaubstag nehmen. Hat sie das gemacht? Hat sie. Okay. Damit ja, sie nicht in der Schule ein bisschen untergeht. Also Schule ist halt gerade ein bisschen schwierig, weil wir Elliot haben und halt uns auch darum kümmern müssen, dass wir eben Geld verdienen. Ja, und deswegen muss das jetzt leider gerade ein bisschen leiden. Warum können wir ihm kein... Wir können ihm nur Essen geben, wenn wir einen Hochstuhl haben. Oh no. Oh Gott. Wir können unserem Sohn nichts zu essen geben. Naja, aber immerhin könnten wir... Oh Gott. Ah, Heidewitzka, Herr Kapitän. Wir werden ihm vielleicht erstmal ein bisschen trösten, damit wenigstens die Aufmerksamkeit und so hochgeht. Dann werden wir ihm vielleicht die Windel wechseln, auch wenn das nicht das Problem ist, glaube ich. Also ich glaube, er muss gebadet werden. Ah, ja, und dann kümmern wir uns gleich mal darum, dass wir vielleicht irgendwie einen Hochstuhl bekommen. Und dann werden wir ihn einfach noch liebevoll umarmen. Vielleicht braucht er das. Und dann werden wir uns hier die Lilien snacken. Einmal die Lilien ernten. Ich glaube, hier unten waren noch mehr Lilienpflanzen. Hier ist auf jeden Fall auch noch was. Da wächst ein Tomatenstrauch. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich wollte ich halt jetzt nicht einen Riesengarten machen. Also ich wollte halt wirklich nur einen Blumengarten machen. Aber die Blumen können, ach, die Tomaten können wir auf jeden Fall essen. Das ist eine gute Sache. Vielleicht können wir Elliot die ja dann auch anbieten zum Essen. Hat sie jetzt doch die... Ach nee, ich dachte gerade, sie hätte die Glockenblumen jetzt schon geerntet. So, geht es ihm jetzt ein ganz kleines bisschen besser? Nicht so wirklich, ne? Oh Gott, im Himmel, der arme kleine Kacker. Okay, seine Hygiene geht jetzt auf jeden Fall schon mal hoch, weil er die Stinkewindel gewechselt bekommen hat. Das ist doch schon mal was Gutes. Wie wäre es denn, wenn du dann einfach in der Zeit hier ein bisschen mit der Katze spielst, damit du dann da wenigstens ein bisschen bessere Laune bekommst? Und wir haben anscheinend die Lilie geerntet. Ja, wir haben 4 Lilien, was mega, mega cool ist. Also, ihr seht, 4 Lilien sind 144 Simoleons wert. Leute, jetzt geht es bergauf. Ich würde sagen, ja, wollen wir alle 4 einpflanzen? Ist eigentlich, glaube ich, schon schlau, ne? Wir brauchen halt eigentlich auch dieses Feld nicht. Das war richtig rausgeschmissenes Geld. Wir pflanzen das dann einfach so ein. Oh mein Gott, und wir haben 10 Tomaten. Wait, dann isst du jetzt... Nee, warte. Ja doch, isst du erstmal eine Tomate. Und dann werden wir Elliot auf jeden Fall auch eine Tomate geben. Ist halt jetzt nichts Tolles, aber immerhin etwas. Vielleicht geben wir ihm dann auch noch 2. Oh mein Gott. Wir sind wirklich eine Rabenmutter, aber wir geben unser Bestes. Kann er aufhören zu tanzen? Also er ist wirklich süß, aber wir wollen dir eine Tomate geben, Boy. Er möchte keine Tomate von uns. Können wir ihm die auf den Boden legen? Oh Gott, das ist so grausam. Elliot, kannst du die Tomate essen? Oh mein Gott, er hat die Tomate gegessen. Naja, aber immerhin hat er jetzt keinen Hunger mehr. Das ist schon mal gut.
gut. Er braucht jetzt ein bisschen Spaß und Hygiene. Da muss er sich jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen selber bespaßen. Weil Mama muss jetzt hier die Lilien einpflanzen. Oh mein Gott, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich über diese Blumen freue. Das wird einfach jetzt alles verändern, ich sag's euch. Wir haben im letzten Part noch diese Tigermütze gestrickt. Die haben wir auch direkt auf Plopsi hochgeladen. Aber wir haben tatsächlich auch schon Rechnungen von 48 Simoleons. Also unser Leben ist gerade nicht ganz so leicht. Aber wir kriegen das hin. So, wir essen dann noch eine Tomate, weil sie hat schon wieder Hunger. Also immer noch. Aber ich meine, hier wäre doch irgendwo noch eine Lilienpflanze gewesen. Sie mag Gartenarbeit, ja. Sie kann gerne Gartenarbeit mögen. Und ihr habt auch geschrieben, dass ihr es besser fändet, wenn wir ihr einstellen, dass sie das Stricken mag. Weil es ja schon realistisch ist, dass sie das mag. Weil das war ja etwas, was sie ihr Leben lang schon gemacht hat. Und irgendwie, ja, hat sich das doof entwickelt, dass ich da aus Versehen gedrückt habe, dass sie eben angeblich kein Stricken mag. Und dann hat sie jetzt halt immer schlechte Laune, wenn sie anfängt zu stricken. Hier ist, glaube ich, noch eine Lilienpflanze. Perfekt, dann nehmen wir die nämlich auch noch mit. Und dann haben wir ein bisschen Geld. Vielleicht können wir ja mit unseren Tomaten irgendwas grillen. Können wir nicht, ne? Schade, schade, Schokolade. Hat er sich schon wieder in die Windel gemacht? Ich verstehe gar nichts mehr hier. Also, wir haben jetzt nochmal 4 Lilien und ich glaube, die werde ich jetzt dann einmal verkaufen. Damit wir jetzt ein bisschen Geld haben. Und wenn unsere eigenen Lilien dann gewachsen sind, dann können wir davon ja auch nochmal welche einpflanzen. Und ihr habt mir den Hinweis gegeben, dass auf dem Romantikfestival ja auch Blumen pflanzen. Wann findet denn das? Ach, Blumen pflanzen. Blumen wachsen, die wir ernten können. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das als Cheaten anseht, aber theoretisch ist das ja eigentlich eine gute Sache. Und das findet tatsächlich morgen statt. Das ist das Blumenfest. Ich meine, das ist ja etwas, was sie dann vielleicht auch so als Chance sehen könnte, ne? Dass sie sich so denkt, oh mein Gott, da gibt es ganz viele Blumen und dann reist sie dort halt hin. Also, ja, ich glaube, das werden wir machen. Ich guck mal ganz kurz, ob hier noch weitere Pflanzen sind, weil das, also das ist schon eine ganz gute Geldquelle gerade. Hier ist noch eine. Oh mein Gott! Nice. Okay, dann können wir nämlich gleich wenigstens ein bisschen was für unseren Sohn kaufen. Oh mein Gott, hier ist noch eine Pflanze. Dann können wir für ihn vielleicht dann irgendwie ein Töpfchen kaufen oder so. Und ihr habt mir geschrieben, ich soll keine Dusche kaufen, sondern eine Badewanne, weil sonst können wir Elliot ja nicht baden. Und ihr habt absolut recht. Die Gerüchte sind wahr. Ash, bla bla bla, möchte mit... Aura. Das ist die, die wir kennengelernt haben. Sie möchte mit uns zum Abschlussball gehen. Ja. Ich weiß nicht. Ich hatte Ash jetzt eigentlich eher so freundschaftlich eingeordnet. Also man kann natürlich auch als Freunde auf den Abschluss beigehen, aber ich glaube, wir sagen auf keinen Fall, weil ich meine, Aura ist ja, also sie ist zwar eine sehr naive Frau, ne, also Mädchen, aber ich glaube, sie, also das, nee. Ich habe ja auch gesagt, dass wir vielleicht den Abschluss bald schwänzen möchten mit dem anderen Boy da zusammen. No, haben wir da jetzt... Oh no, haben wir jetzt eine negative Stimmung davon? Oh oh. Braucht etwas mehr Freiheit. Deprimiert wegen Ablehnung. Oh mein Gott, Ash! Oh no. Habe ich Ash das Gefühl gegeben, dass wir vielleicht... Oh Gott, oh no, die Arme. Ich meine, ich hätte absolut nichts dagegen so, ne? Also, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich auch gar nicht weiß, was ihre sexuelle Orientierung so ist. Also Auras sexuelle Orientierung jetzt. Aber Ash habe ich jetzt wirklich erstmal so als die, ja, die beste Freundin, die halt so komplett anders ist als sie eingeordnet. Okay, sie muss mega pinkeln, deswegen kann sie gerade die Tomaten nicht, ach, die Lilien nicht ernten. Das ist natürlich schlecht. Die Wege sind immer so weit, deswegen ist immer schon der halbe Tag rum. Aber ich meine, unserem Kind geht's ja gut zu Hause, ne? Der macht hier einen riesen Chaos, aber das ist ja gut. Das ist ja eine gute Sache, soll er mal machen. Dawn ruft schon wieder an. Ihr habt auch geschrieben, es kann sein, dass Dawn noch ein Baby bekommt oder so und dass sie deswegen anruft. Aber wir können halt nicht dran gehen, weil wir ja keine Zeit mit Dawn verbringen dürfen. Vielleicht werden wir das irgendwann machen, dass sie dann auch mal wieder, also dass sie dann irgendwie aus Versehen mal dran geht oder so. Oder vielleicht steht Dawn ja auch irgendwann plötzlich vor der Tür. Aber jetzt im Moment, ja, meiden wir ja erstmal jeglichen Kontakt zur Familie. Außer halt zu Lilly. Sie ruft schon wieder an. Oh mein Gott, Dawn, wir können nicht. Interesse geerntet? Was ist das denn? Ernte in die Sims 4 von 50 wilden Pflanzen. Oh, nee. Orpini hat ihre Rechnung zu lange nicht bezahlt. Das Versorgungsunternehmen hat einen Dreh zu... Nein, ich hab doch nichts. Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh, guckt mal, was Elliot gemacht hat, als wir nicht aufgepasst haben. Oh mein Gott. Ach du heiliger Strohsack. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was nimmt sie jetzt mit? Bitte nicht das Zelt. Oh mein Gott, wenn sie uns das Zelt jetzt wegnimmt, ich raste wirklich aus. Ich raste aus, Leute. Oh Gott. Kann sie mal nach Hause kommen? Aura, komm mal bitte hierher. Nicht, dass die jetzt auch gleich noch hier noch den Gerichtsvollzieher anruft. Was hat sie mitgenommen? Hä? Hat sie die Geige mitgenommen? Nee, die Geige ist da. Hä? Was hat sie eingepackt? Was hat sie genommen?
Wait. Nee, doch nicht. Hä? Ich dachte, sie hätte das Spielzeug von Elliot genommen, aber hat sie nicht. Also ich habe keine Ahnung, was sie jetzt mitgenommen hat, aber naja. Passt schon, ne? Nein. Ach so, brabbeln. Ich dachte schon, der zerstört jetzt die Pflanzen. Dann hätte es Kasala gegeben hier. So, Aura geht's mega schlecht. Aber ihr wird es jetzt gleich ein bisschen besser gehen. Denn wir haben 8 Lilien. Das heißt, wir kriegen 288 Simoleons. Was richtig, richtig gut ist. Wie gesagt, ich weiß, es würde mehr Sinn machen, wenn wir jetzt noch welche davon einpflanzen würden. Aber wir brauchen gerade einfach ganz akut Geld. Weil es super wichtig ist, dass wir uns um unser Kind kümmern können. Ich lege ihm jetzt auch nochmal 2 Tomaten dahin, damit er die essen kann. Es ist wirklich ein schlimmer Struggle. Nee, sie ist immer noch nicht fertig. Kann sie bitte aufhören? Was macht sie denn da? Nimmt sie den Dreck mit? Ich verstehe es nicht. Okay, so. Also, wir haben jetzt... Oh, wir können jetzt nicht ins Inventar... Ach, in Baumodus gehen wegen der Gerichtsvollzieherin. Oh mein Gott. Und wir können unsere Blumen nicht verkaufen, weil die zu schlechte Laune hat? Eieieiei. Kann sie jetzt bitte gehen? Hä, sie nimmt einfach den Dreck mit. Ich verstehe das nicht. Also, ich meine, ist ja gut, aber... Heidewitzka, Herr Kapitän. Ja, schlaft ihr zwei einfach erstmal. Oh Gott. Ich meine, sie macht sauber für uns, ne? Da bin ich ja sehr dankbar für. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass sie niemals gehen wird. Hä, sie kümmert sich einfach um unsere Pflanzen. Was ist sie denn für eine süße Maus? Oh oh. Sie nimmt wirklich die Geige mit. Sie nimmt die Geige von unserer Oma mit. Wie grausam kann man denn sein? Das war ein Familienerbstück. Oh mein Gott. Sie hat unser Familienerbstück mitgenommen. Oh mein Gott, aber vielleicht ist es auch das, was wir gerade am meisten entbehren konnten. Aber das ist so grausam. Naja, okay, wir gucken jetzt mal, was wir uns leisten können. Ich hoffe, dass wir uns irgendwas leisten können, womit wir uns waschen können. Wir können uns tatsächlich eine Badewanne leisten. Die kostet sogar nur 150 Simoleons. Und ist abseits des Netzes funktionstüchtig. Aber danach kriegen wir Unwohl. Ach, da kriegen wir auch Unwohl. Okay, ich glaube, wir müssen das machen. Ich glaube, wir müssen uns diese Badewanne kaufen. Aber vielleicht stellen wir die so hier hinter, damit das nicht jeder so mitbekommt, wenn wir baden. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Sie hat einfach unsere Geige mitgenommen. Das ist so grausam. So, und dann macht, glaube ich, ein Hochstuhl noch sehr viel Sinn. Weil wir ihm dann kostenloses Essen geben können, oder? Also ich glaube, das kostet nichts, wenn wir ihm dann darin was zu essen geben. Oh Gott, das ist so schrecklich. Dieses Kind tut mir so leid. Aber ich meine, Aura gibt wirklich ihr Bestes, ne? Sie gibt wirklich, wirklich ihr Bestes. Können wir das hier löschen wenigstens? Okay. Vielleicht stellen wir das alles so ein bisschen hier hinter, damit die Leute das dann nicht direkt so mitbekommen, wenn sie da langlaufen. Oh mein Gott. Dieses arme Kind. Sollen wir noch ein Töpfchen holen, aber ich glaube, das ist rausgeschmissenes Geld. Ein Feuer. Okay, dieses Feuer könnten wir kaufen für 350 Simoleons. Damit können wir Sachen, also das hat Kochfähigkeit, habe ich ja jetzt gelernt. Wir müssen auf die Sachen achten, die Kochfähigkeit haben. Und damit können wir dann nämlich auch überleben. Okay. Oh Gott. Ich bin so maximal gestresst. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. So, schlaft weiter. Okay, rise and shine. Es ist ein wunderbarer neuer Tag. Eine stinkige Aura steht auf. Aber heute wird ein großartiger Tag, denn wir beginnen den Tag mit einem wunderbaren Bad. Wir werden ein Bad nehmen. Elliot schläft ja, glaube ich, noch. Deswegen werden wir ihn danach baden. Und danach werden wir uns bestimmt schon viel besser fühlen. Die Lilien wachsen schon wieder. Unsere eigenen jetzt noch nicht, aber die wilden wachsen schon wieder. Warum tut sie das nicht? Oh mein Gott, I hate my life. Hat sie so Hunger oder warum? Iss mal die Tomate. Elliot, wir legen dir auch 2 Tomaten hier hin. Ach Quatsch, wir haben ja jetzt, oh mein Gott. Elliot, Essen geben, komm schon. Warum geht das nicht? Yes, oh mein Gott. Unser Kind hat ein Sandwich. Heilige Makrele. Okay, nicht pflanzen. Wir essen die Tomaten. Eieieiei. Okay, Elliot ist satt. Oh mein Gott, er ist satt. Okay, dann werden wir jetzt Elliot im Schaumbad baden, weil dann hat er vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß. Yay! Guckt mal, wie gut es unserem Kind geht. Oh, das ist so schön. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das gerade für eine Erleichterung ist. Er ist glücklich. Oh mein Gott, er ist glücklich, Leute. I love it. Okay. Heieieiei. Okay, Elliot, jetzt sei ein guter Junge und spiel einfach hier mit deiner Katze. Und jetzt versuchen wir, uns dann auch nochmal zu baden. Ich hoffe, es funktioniert. Warum? Ist das, weil sie... Hä?
weil sie so wütend. Ich verstehe das nicht. Warum geht das nicht? Braucht sie eher Spaß? Warte mal. Wir versuchen mal erst ein bisschen mit unserem Kind zu spielen. Oder weil sie so pipi muss vielleicht, ne? Ich glaube, weil sie auf Toilette muss. Okay. Ja, ein Klo wäre halt vielleicht auch cool, ne? Warte mal, ich guck mal eben, ob wir uns ein Klo leisten können. Das ist ja schon auch immer sehr weit. Den Pipi-Busch können wir uns halt leisten. Ja, dann holen wir uns auch den Pipi-Busch. Der ist ja irgendwie noch ein bisschen schöner, ne? Komm, wir nehmen den Busch. Obwohl, da sind Blumen dran. Ich finde, der sieht auch cool aus. Nee, komm, wir nehmen den mit den Blumen. Ärgerliches Häufchen in den Busch machen. Yay! Okay, so. Und jetzt nochmal bitte. Warum? Oh mein Gott, ich raste gleich aus. Warum können wir denn unser Kind da drin baden, aber wir selber können nicht da drin baden? Ist das ein Bug oder ist das... Also mache ich irgendwas falsch? Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Pflanzen. Und hier die Lilien werden wir natürlich jetzt auch ernten. Oh. Anscheinend liegt das wirklich daran, dass die Badewanne halt hier jetzt so frei rumsteht und Elliot uns halt sieht. Warte mal, was ist denn, wenn ich ihn mal vom Grundstück runtergehen lasse? Dann geht es tatsächlich... Ich raste aus! Sie schämt sich vor ihrem einen Kind! Ich hoffe, diese Frau hier nimmt uns nicht unser Kind weg. Naja, ihm geht's ja gut. Guck mal, er guckt sich hier die Steine an. Süß. Kann er hier runter zum Sand gehen und hier ein bisschen im Sand spielen? Guck mal, das macht er jetzt mal. Ich weiß, ich bin schrecklich. Aber egal, wir haben ein independent Kind. Ihm geht's ganz wunderbar. Und Aura geht's gleich auch ganz wunderbar. Guck mal, wie schön. So, dann werden wir nämlich jetzt gleich noch hier uns die Tomaten holen. Die können wir dann wieder essen. Und die Lilien hier drüben holen wir uns jetzt auch noch. Ich renne jetzt nicht wieder durch die ganze Stadt, weil das dauert ja ewig. Aber, obwohl, warte mal, welche... kriegen wir schneller. Ich glaube, die hier drüben kriegen wir schneller. Die Wege sind wirklich weit hier. Oh mein Gott. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wir schaffen jetzt gerade mal was. Und das ist richtig schön. Und unser Kind ist auch happy. Guck mal, er lernt hier auch richtig viele Fähigkeiten, dadurch, dass er so selbstbewusst hier rumrennt. Und er hat sogar was gefunden. No way. Er hat einfach eine Muschel gefunden, die 60 Simoleons wert ist. Also ich würde sie voll gern behalten, aber wir brauchen das Geld gerade einfach. Soll ich die Tomaten? Ja, komm, ich verkaufe die Tomaten einfach auch. Er kriegt ja jetzt Essen über das andere Ding. Er ist ein bisschen müde, aber ansonsten geht es ihm ja wirklich richtig gut. Das ist ja perfekt, dass er hier einfach Sachen finden kann, wenn er da im Sand spielt. Er ist einfach unser Business-Baby. So, jetzt haben wir nämlich hier nochmal 8 Lilien, was super, super geil ist. Wir essen nochmal ein paar Tomaten. Dawny ruft schon wieder an. Er hat aber schon wieder eine Muschel gefunden. Oh mein Gott, er ist so großartig. Also wirklich, also wir brauchen jetzt einfach nicht mehr... Ist das Kinderarbeit? Wir brauchen nicht mehr arbeiten gehen. Ist das illegal, was wir hier gerade machen? Wo ist denn jetzt die andere Pflanze? Hier war doch noch eine. I lost the Lilienpflanze. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte nur noch eine mitnehmen. Aber das ist halt eine Stellflagge. Was ist das denn für ein Baum? Achso, der sah so aus, wenn man den anklicken könnte. Ah, da. Die nehmen wir jetzt auch noch mit. Heute war ja das Romantikfestival. Ja, gehen wir da jetzt hin? Eigentlich schon, ne? Ach, Dawny. Oh mein Gott, Dawny gibt einfach wirklich keine Ruhe. Alina, Tyson. Oh, wir haben ein kleines Treffen vor dem Abschlussball. Kommst du auch? Ach, der ist ja heute. Nee. Sorry, guys. Ich habe ja schon gesagt, dass wir den dann wahrscheinlich nächste Woche wahrnehmen werden. Ihr habt gesagt, der findet jede Woche Samstag statt, weil... Oh mein Gott, wie schön das aussieht. Weil wir haben jetzt gerade andere Prioritäten. Und Lili ist da. Hey, Girl. Okay, also wir haben jetzt 12 Lilien. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir 8 Pflanzen. Ich glaube, das reicht dann erstmal. Können wir die jetzt nämlich noch verkaufen? Oh mein Gott. Gott, das war einfach so ein Jackpot, dass wir hier diese Lilien gefunden haben. Ich bin so happy. Du wurdest auserwählt, sie werden bald kommen. Wer ist da? Okay, es ist, also eigentlich würde ich einfach auflegen, ne? Aber es ist Aura und sie ist ja sehr naiv und sie denkt jetzt wahrscheinlich direkt, sie wird verfolgt. Deswegen fragen wir, wer ist da? Und wir wurden einfach von jemandem reingelegt, also. Unerhört. Wir haben Garten, Fähigkeitslevel 2 erreicht. Nice. Sie schaut sich ihr Zelt an, sie denkt sich so, wow, look how far I've come. Aber wirklich, guck mal, wir haben jetzt 553 Simoleons. Das ist schon richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir clever überlegen, was brauchen wir? Die Feuerstelle. Wir brauchen die Feuerstelle. Die Feuerstelle. Nehmen wir die hier? Die ist ja schon süß, ne? Oder nehmen wir die mit den... Ach nee, die ist ja teurer. Nehmen wir die hier. Mal die Schaukel ist so süß. Aber das, Nina. Also wir haben nicht mal was zu essen. Nina denkt darüber nach, eine Schaukel zu kaufen. Nee, also wir kaufen dieses Feu-Feu. Das können wir auch hier so vor das Zelt stellen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob wir Stühle dafür brauchen oder ob die automatisch spawnen. Vielleicht könnten wir Aura auch ein Fahrrad kaufen. Das wäre vielleicht auch ganz cool, wenn sie dann hier mal mit dem Fahrrad langdüsen könnte. Das wäre, glaube ich, auch ganz süß. Was kostet ein Fahrrad? 100 Simoleons nur. Ist das dumm? Ist das sehr dumm? Es ist richtig dumm, ne?
Aber ich meine, Fahrrad ist doch schon was Tolles. Ich meine, wir haben jetzt ein Big Business. Warte mal, Nina, bevor du jetzt wieder irgendwas anderes machst. Ich wollte diesen Blumenbindetisch hier haben. Ich gucke jetzt erstmal, was der kostet. Nicht, dass der ein halbes Vermögen kostet und ich jetzt wirklich hier wertvolles Geld ausgebe. Da, 250 Simoleons. Easy. Können wir uns morgen easy leisten. Das heißt, wir holen uns jetzt ein Fahrrad? I mean, also... Das ist doch einfach nur süß, wenn die so ein Fahrrad hat, oder? Ist es richtig dumm? Nee, ihr seid auch Fans, gibt's zu. Können wir das noch in einer anderen Farbe haben? Gelb? Oh Mann, das ist aber auch richtig schön. Ich glaube, wir nehmen ein gelbes Fahrrad. Das ist so süß, I love it. Okay, perfekt. Also, das hier ist unser bevorzugtes Fahrrad. Und wir nennen es um. Und zwar nennen wir es Düsi. Das ist unsere Rakete, unsere Düsi. Perfekt. So, wenn wir das jetzt anzünden, zünden wir uns erstmal selber an, neues. Und dann... Ja, komm, ein bisschen grün. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen... Also die Animation ist mal wieder, ne? Richtig toll, EA. Da holen wir ja dann vielleicht noch so einen Campingstuhl dazu. Das wäre vielleicht noch ganz schön. Aber juhu, warum bist du denn traurig? Ach, er ist müde. Komm mal wieder nach Hause. Er ist dann so in 3 Jahren da. Oh. Ja, und jetzt findet das Romantikfestival statt. Jetzt ist halt wirklich die Frage, gehen wir da jetzt hin? Wofür haben wir jetzt 20 Simoleons ausgegeben? Ach, sie strickt wieder irgendwas. Ach so. Ah ja, ja, stopp. Ich wollte ihr das ja jetzt wegnehmen, dass sie Stricken kacke findet. Aber Leute, ich bin voll stolz. Wir schaffen heute richtig viel. So, Aktivität, da geben wir ihr... Wir machen jetzt auch nicht, dass sie es nicht mag, dass sie es mag, sondern wir sagen einfach neutral. Ich glaube, das ist fair. Oh, I'm very happy. Da-da-dep. 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 Okay, komm weiter nach Hause, bitte. Sie hat jetzt halt schlechte Laune, weil sie sich verbrannt hat, aber ansonsten geht es ihr wirklich gut. Und sie will konzentriert werden. Aha. Gucken wir eben, ob wir... Ja, wir können unsere Pflanzen gießen. Das machen wir natürlich. Oh mein Gott. Kimora ruft an und sagt, ich habe im Internet einen Sim kennengelernt, der mich gerne auf dem Romantikfestival treffen möchte. Kommst du mit, falls das irgendein Irrer ist? Okay. Ich glaube, das Romantikfestival wird dann vielleicht doch nichts. Also es ist ein guter Tipp und zum nächsten können wir dann vielleicht auch gehen. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit da ist, dass Kimora auch dorthin gehen könnte, dann können wir leider nicht dort auftauchen. Weiß, ne? Also es wäre lukrativ. Aber wir spielen ja hier auch eine Story und ich glaube, das wäre einfach nicht logisch, dass wir das jetzt tun. Aber wie gesagt, wir brauchen die ja jetzt gerade auch nicht unbedingt. Die Lilien haben uns jetzt wirklich erstmal den Purpose gerettet. Uns geht es wirklich gut. Wir warten jetzt gerade nur noch darauf, dass unser Sohn von seinem Abenteuer zurückkehrt und er möchte dann freundlich zu seiner Mom sein. Das ist ja auch was Schönes. Und dann geht es so und so weit ziemlich gut. Sie sitzt hier an ihrem Feuer und röstet ein paar Marshmallows, erforscht hier ihre Pflanzen ein bisschen. Also uns geht es wirklich gut. Also, ja, das Leben ist okay. So, da kommt unser kleiner Fratz. Vielleicht können wir dann ja jetzt mal irgendwas Schönes mit ihm machen. Vielleicht können wir mal ein bisschen mit ihm spielen. Guck mal. Oh, ich will ein Bild machen. Leute, das ist wieder der Beweis dafür, dass irgendwann alles gut wird. Also, wir sind natürlich noch nicht über den Berg, aber es geht uns schon viel besser. Und das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Guck mal, sie hat viel Freude an der Gartenarbeit gefunden. Und ja, es ist einfach alles gerade schön. Er muss ein bisschen pieseln. Ja, das ist natürlich jetzt noch so eine Sache, ne? Ich glaube, obwohl wir haben jetzt die Badewanne, da muss er jetzt immer in die Windel machen. Das tut mir auch sehr leid für ihn. So, aber er hat noch ein bisschen Hunger, deswegen werden wir ihm dann jetzt noch was zu essen geben. Oh, guck mal. Die essen zusammen zu Abend. Er macht währenddessen in seine Windel. Einfach schön. Lilly kommt vorbei. Oh, Tante Lilly, hey, girl. Okay, wir gehen mal zu ihr und reden direkt mal über unsere Ängste. Und dann möchte ich, dass er auch mal mit Lilly interagiert. Ich glaube, wir müssen ihn dann dafür nur da einmal rausholen. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt mal ganz schnell in den Greatest-Modus, weil Tiana hat nämlich die ganze Zeit keine Haare. Was tun wir? Oh mein Gott, und Kimora ist nackt, aber... Oh mein Gott, was tun wir? Hat Lilly uns verraten? Ich weiß nicht, was ich Tiana für Haare geben soll, weil ich habe nicht mehr die Frisur, die sie vorher hatte. Und ich habe halt jetzt auch keine, die die gleiche Struktur hat. Ich hätte nur die, aber die sind auch nicht optimal. Aber besser als gar keine, oder? Okay, also wie gesagt, die Frisur ist jetzt nicht optimal, da muss ich dann auf jeden Fall nochmal gucken. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich das jetzt zulassen oder soll Lilly sie abwimmeln? Oh mein Gott. Oh shit, wir sind im falschen Haushalt. Upsi. Mein Kopf raucht wirklich gerade, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie wir weitermachen sollen. Ob wir mit Tiana sprechen sollen. Oder ob Lilly
das Ganze abwimmeln soll. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit. Ich glaube, wir sagen halt, dass, also wir tun halt so, als wenn Lily sie abgewimmelt hat, dass sie Aura nicht gesehen hat, dass Aura halt hier hinter dem Zelt war oder so und Tiana war zufällig hier oder keine Ahnung. Oh mein Gott. Stress pur. Okay, so, jetzt will ich aber, nee, ich will jetzt, dass Elliot, oh no, geht Lily nach Hause? Oh, wie schade. Naja, egal. Warum setzen wir ihn jetzt schon wieder da rein? Ach, Aura, nee. Du bist echt, also manchmal ein bisschen bekloppt. Hier, du gehst jetzt Elliot in den Schlaf lesen. Gute Nacht, kleiner Babyboy. Sie hatte gerade irgendeinen Wunsch mit Marco. Ich habe sein Gesicht da unten gerade gesehen. Oh mein Gott, sie denkt immer noch an ihn. Natürlich denkt sie immer noch an ihn. Es ist Aura. Unsere Lilien sind gewachsen. Yay. Oh mein Gott. Leute, es ist Zahltag. Okay, wie sieht's aus, wenn unser Sohn jetzt noch schläft? Können wir dann baden? Nee, es geht nicht. Okay, dann müssen wir gleich wieder warten, bis er das Grundstück verlassen hat. Aber wir werden jetzt alle Lilien einmal verkaufen. Ja, wir verkaufen die jetzt nochmal alle. Und dann werden wir die hier hinten nochmal ernten. Und die werden wir dann auch noch einpflanzen. Ich glaube, das ist schlau. Jetzt haben wir nämlich 659. Wenn wir die vier Lilien da jetzt auch noch einpflanzen, dann kriegen wir einfach noch mehr. Oh mein Gott. Es ist halt so ironisch irgendwie, also so eine schöne Message, dass ausgerechnet die Lilie, nach der Lily benannt ist, Lily, die uns halt geholfen hat, aus dieser ganzen Misere so ein bisschen rauszukommen, dass wir mit dem Ganzen jetzt, ja, unser Geld verdienen und dass wir, ja, da so ein bisschen halt aus der Misere rauskommen. Es ist halt, es ist so schön irgendwie. Okay, so, also wir haben jetzt 659 Simoleons. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, wenn wir jetzt diesen Blumenbindetisch kaufen. Es macht aber, glaube ich, auch Sinn, wenn wir ein bisschen so ein Dach über den Kopf machen, oder? Ich überlege gerade, ob wir so ein kleines Badezimmer machen, damit sie halt in Ruhe baden kann. Wenn sie sich halt vor ihrem Sohn schämt, dann ist das halt so. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm, ne? Aber dass wir hier hinten wie so ein kleines Klohäuschen haben. Gott, ich glaube, das ist richtig dumm. Das war ja richtig teuer. Okay, nee. Das ist ja richtig teuer. Never mind. Das machen wir auf keinen Fall. Was ist denn, wenn ich die Badewanne hier weiter wegstelle? Vielleicht ist das dann so ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn. Okay, dann sortieren wir mal ganz kurz hier ein bisschen die Blumen, weil das ist ein bisschen wild. Und da kriegt ihr dann wahrscheinlich wieder Zustände. Das sieht doch schon gut aus. So, und dann macht es, glaube ich, jetzt eben Sinn, wenn wir... Genau, ein Waschbecken würde ich ganz gerne kaufen, damit wir die Sachen da auch ein bisschen abwaschen können. Und warte mal, dann eben noch den Blumenbindetisch. Oh mein Gott, Leute, es geht einfach richtig los. Es geht einfach los. So, und dann stellen wir den Tisch für den kleinen Mann hier so ein bisschen näher ran. Eigentlich wäre es ja auch süßer, wenn wir das Feuer dann da haben, wo er auch ist. Ne? Dann holen wir jetzt noch so einen Campingtisch. Ach, Stuhl meine ich. So einen hier. Oh mein Gott. Wäre ein bisschen ironisch, wenn wir einen Frosch nehmen würden, ne? So wegen Diana. Ich glaube, wir nehmen das Schwein, weil das ist rosa. Es ist schon ein bisschen süß. Ist das dumm, das Feuer so nah an den Dings zu stellen, an den Hochstuhl? Ich glaube, so ist okay. Süß, ich liebe unser kleines Lager. Okay, und jetzt noch den Blumenbindetisch. Dann bin ich glücklich. Hier ist er. Okay. Bin sehr gespannt. Wir hatten den ja in dem anderen Let's Play auch in der Scheune, aber haben ihn nie benutzt. Aber jetzt werden wir ihn benutzen. Ich will ihn hier so neben das Zelt stellen. So. Jetzt werden wir uns hinterher noch ein bisschen schöner machen. Also sieht jetzt ein bisschen kacke aus, aber egal. Oh mein Gott. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz, ob sie vielleicht jetzt da hinten baden gehen kann. Ja, es geht tatsächlich. Es muss tatsächlich halt einfach nur weit genug von unserem Sohn wegstehen. Es ist wirklich ein bisschen dumm. Aber egal. Hauptsache es funktioniert. So, und wenn wir dann gebadet haben, dann werden wir mal ein bisschen hier aufräumen, werden wir mal ein bisschen das Geschirr abwaschen. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles machen können. Wir können tatsächlich mit den Glockenblumen was machen, was wir haben. Ah ja, okay. Gänseblümchen. Aha. Also wir müssten halt jetzt dafür bezahlen, wenn wir die Blumen nicht haben. Aber das machen wir natürlich nicht. Warum wachsen denn unsere Glockenblumen nicht mehr? Die sind doch in der Saison. So, und jetzt badet sie hier noch ihren Sohn. Aber Leute, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich gerade bin. Ich finde es so krass, wie eben diese Lilie jetzt unser Leben verändert hat. Es ist einfach so eine schöne Geschichte, dass ausgerechnet diese Blume uns eben das Leben jetzt leichter macht. Und naja, schaut, was wir jetzt alles schon erreicht haben. Und ich finde unser kleines Camp hier einfach richtig, richtig niedlich. Und ich denke, wir werden auch noch eine Weile so weiter wohnen, dass wir noch nicht so richtig mit so einem Dach über dem Kopf arbeiten, sondern dass wir eben dieses Zelt haben. Ich finde das irgendwie richtig süß. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch auch gefällt und dass es euch das auch Spaß macht. Ich habe mega viel Freude daran und ich freue mich so, so sehr auf das, was jetzt kommt. Wir werden dann auf jeden Fall zum Romantikfestival
wir gehen und dann da schauen, was es dort gibt und welche Blumen wir da pflücken können. Aber wie gesagt, gestern war es dann halt einfach schwierig, weil ausgerechnet Kimora angerufen hatte und gefragt hatte, ob wir da hingehen. Vielleicht hat Tiana sie auch geortet oder so, ich weiß nicht. Falls ihr irgendwie welche Vorschläge habt, wie wir die Sache mit Tiana deuten können, könnt ihr mir das natürlich auch sehr, sehr gerne schreiben. Ich habe irgendwie mein Mikrofon voll im Gesicht, ne? I'm sorry. Aber ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Part und ich hoffe, ihr euch auch und wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi! Muah.